Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tectonica. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In der letzten Folge haben wir den Auftrag bekommen, hier diverse Dinge jetzt zu erkunden auf der Map und Lebenszeichen. Ich habe Angst. Vorher werden wir unsere Basis so präparieren, würde ich sagen, dass die automatisch weiterläuft und ohne unser Zutun hier weiter produziert. Bis auf Treibstoff halt, das wird ein bisschen problematisch. Da hinten ist das Signal, wo wir hin müssen. Okay, ist aber nicht hier vorne, ne? Nee. So, dann würde ich sagen, wir gucken mal, dass wir das irgendwie hinbekommen. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal Förderbänder ohne Ende. Für die Greifarme brauchen wir weitere Maschinenteile. Mechanische Bauteile. Jetzt können wir selber Kupferdraht herstellen, sehr gut. Mechanische Bauteile brauchen auch Eisenbarren, ne? Okay. Okay. Und hier müssen wir nachfüllen. Zit. Gut. Dann. Förderbänder. Von hier nach Task inbound. Conveyor belt. Use conveyor belts to build networks between machines. Inserters are required to transfer items to and from conveyor belts. Sollte ja reichen, ne? So, und dann brauchen wir die hier. Wo? Ja. Auch noch viel mehr davon. Können wir eigentlich da hinten dieses Bett scannen oder so? Nein. Nein. Gut. Während wir auf die Eisenbahn warten, gucken wir mal kurz auf die Map. Okay. Also das ist die Höhle, wo wir gerade sind. Da hinten ist das Kupfervorkommen. Und das Signal, wo wir hier hin sollen, sieht man das auch irgendwo? Hier ist ein grüner Punkt. Bisschen Angst. Echolotkarte. Das klingt auch schon so spannend. So. Dann. Einmal Greifarm, bitte. Ja, guckt euch das an. Hä? Oh. Oh, das ist gut. Ich bin aus Versehen auf Alt gekommen. Das setzen wir mal an, würde ich sagen. Ja, da brauchen wir jetzt nur noch einen zweiten, nicht? Wie viel braucht denn das? Das ist richtig teuer. Ein so ein Ding braucht drei... Achso, vier Stück brauchen drei Barren. Naja, gut. Kann man, glaube ich, so gelten lassen. So, dann haben wir das hier schon mal automatisiert. So, dann gucken, können wir noch einen weiteren Schmelzofen dazustellen? Das heißt, gucken jetzt, wird das Erz schneller, mehr oder weniger? Wenn du verstehst, was ich meine. Hallo? Der lädt nicht, weil er meint, er ist noch voll, ne? Dann würde ich sagen, wir bauen noch eine Kiste. Und die müssen wir jetzt wiederum so bauen, dass die... beim Zurücklaufen, ne? Ah, da brauchen wir wieder einen Greifarm. Eieieiei. Das ist aber teuer hier. Aber nun gut. Dann bauen wir es erstmal provisorisch. Vielleicht geht das. Wir gucken mal. So, Kiste. Greifarm. Das geht. Das geht. Das geht. Gut. Dann gehen wir mal kurz auf Erkundungstour. Vorher packen wir noch kurz Kupfer um. Ich denke mal, so weit werden wir gar nicht laufen müssen. So. 250 gehen da rein, okay. Gut. Scanner an und dann in die Richtung. Wie kommen wir denn da hin? Hier durch den Fluss? Ich muss mal gucken, was wir noch alles scannen können. Ja, und wenn du das Spiel selber spielen willst und es ist bei Games Planet verfügbar und da könnt ihr in aller Regel sogar noch sparen, dann ist ein Link in der Videobeschreibung. Im Moment, wo ich das aufnehme, kann das noch nicht sein, weil
Wir haben heute den 3.7. Da weißt du Bescheid, wie Filmzeit entsteht. Datenbank Brunnenkappe. Fleckenpilz. Ich habe Angst. Sending that signal is more complicated than you think. I don't know why, but these computers feel like second nature now. Sort of the opposite of what I remember being like. I'd be the one to get you out of a situation like this, instead of the other way around. But I'm not giving up. That's how I know it's still me in here. You'll see. Ich habe ein bisschen Angst. Weil wir sind immerhin mit einem Scanner bewaffnet, ja? Da kann ja nicht viel schief gehen. Ganz schön runtergekommen hier. Okay, geschütztes Gebiet. Dann sind wir ja in Sicherheit, wenn das geschützt ist. Da kann ja nichts passieren. Okay, okay. Ich frage mich halt, was hier passiert ist. Was für eine Forschungseinrichtung? Casualties detected. Oh nein. Ist das die Frau? Ist das die Frau, mit der ich Und was ist passiert? Was ist passiert? Was sind das für Geräusche? So. What? You've never seen someone stuck inside an alien cube next to their own dead body before? Whatever I was trying to do here. I'm gonna take a wild guess and say it didn't work out. Hopefully, it was worth a shot. Oder bin ich da? Ich bin jetzt gerade verwirrt. Bin ich das dann? Schneller Greifarm, 4 Stück. Das ist gut, die brauchen wir. Fortschrittlicher Schaltkreis. Okay. Ich bin jetzt gerade verwirrt. Bin ich das denn? Rede ich mit mir selber? Oder was? Hä? Sorry, ich bin da gerade irgendwo gedanklich, glaube ich, falsch abgebogen. Ihr wisst das natürlich besser, weil ihr ganz entspannt zuguckt. Ich versuche mich gerade hier auch ein bisschen aufs Moderieren zu konzentrieren. Ja. So, jetzt die ganze Zeit den Würfel und das rumtragen? Nee, ne? So. Stop. Scan the fragment in that cage by the stairs before we go. We'll need that tech to get out of the sector. Das hier? Schlüsseltechnologie. Hole. Mole. Ah. Also ein Grabegerät. Oh, sehr gut. Was haben wir hier? Electric Bottle, okay. 6 Forschungskerne. Wow. Cool. Achso, da kommen wir gerade her. Ja, dann können wir wieder gehen, ne? Mal gucken, wie viel jetzt die Fabrik in unserer Abwesenheit schon gebaut hat. Signal deciphered. Sector headquarters. Warte mal. Report to production terminal radio for triangulation. Wo mal hier weiter? Sounds like the terminal is fully rebooted. Check the radio console again and see if the beacon it adds to your okay, HUD gives us a clear path home. Aktiviere das Mole im Technologiebaum. Also ne, hier. Montagemaschine müssen wir noch scannen. Bioziegel. Mole. Maulwurf ebnen. Geschwindigkeit des Maul. Okay. Okay, okay, spannend. Keine Ahnung. Inbound. Mole. Manipulates terrain for traversal and composition of industrial construction sites. Also ein Terraforming-Gerät. Und wir haben einen neuen Kontakt. Signal triangulated. New location added to HUD. Production terminal Victor. Klingt gut. Produktionsterminal klingt Breaker. Gut. This is the time to activate the mole in your tech tree and build one. We won't be able to cut through to Sector Victor without it. Wieso macht der den nicht voll? Das ist Zeitverschwendung, guck mal. Der steht hier still, ne? Das ist komisch. Gut, lass uns mal eben kurz Kupfer automatisieren und dann gehen wir weiter erkunden.
So, Förderbänder. Huch. Was ist jetzt los? Hallo? Ha. Ha. So, von... Ja. Wieso? Oh. Achso, weil ich im Weg stand, oder was? Das heißt, ich bin fett. Frechheit. Hm. Benötigt und ging schnell. Also, die haben wir zwar, können wir aber nicht verwenden. Okay. Gut. Kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin, Leute. Beruhigen Sie sich. Soll symmetrisch aussehen, ne? So. So. Da brauchen wir aber noch. Da brauchen wir noch. Zwei. Für einen Lagerbehälter. Und da müssen wir wiederum zurück, ne? Machen wir mal so. Und dann stellen wir den auf. Ah ne, wir können die schnellen Greifer doch schon bauen. Sollen wir mal probieren? Was die anders machen. Wir brauchen Strom. Aha. Wieder zurück. Achso. Drei. Natürlich. Na, sehr gut. Dann nehmen wir mal hier die Sachen mit. Haben Sie so das Gefühl? You won't be able to get to another production terminal until you build a mole breaker. The sooner you do, the sooner we'll get back to the mainline. Ist ja gut. So, mole breaker. Hm. Ja, da. Können wir denn hier noch was freischalten? Nee. Okay, dann sind wir also jetzt offenbar auf der Stufe, die für dieses Gebiet hier vorgesehen ist und haben da... Okay. Warte mal. Dann machen wir mal den nach... Da, geht das? So. Okay, wo müssen wir hin? Dahin. Kann man das irgendwie jetzt auf der Map sehen? Das ist ein bisschen blöd. Ach, guck mal, und da wird... Da sehen wir hier, da wird das irgendwie geebnet. Seht ihr das? Müssen wir dann hier durch oder soll ich im Fluss gehen? Bulletin. This mall is not authorized to destroy resources, critical infrastructure, or protected environmental areas. Ich. Ich habe keine Ahnung. I never got the chance to thank you for getting me out of that facility. I appreciate it. At the time, it seemed like the best thing to do was focus on work and not get caught up in thinking about anything else. I've tried to stay sharp for both of us, but now that we're almost back to the main line, I'll admit it. Wir können eigentlich mal dem Wasser folgen, ich glaube, das ist besser. It'd be good to see some friendly faces. Bauen wir dabei ab? Ja, Kalkstein, ohne Ende. Okay. Ihr könnt euch gerne diese Texte dabei durchlesen. Ich will jetzt nicht die deutsche Übersetzung über die englische Sprache, das ist immer so ein bisschen nervig, labern.
Weiß Gott, wofür wir das noch brauchen, wenn man das hier irgendwann mal, ne? Wir folgen einfach mal dem Fluss. Weil, dann sehen wir das nämlich auf der Map. Mehr Wissen? Mehr Sachen zum Scannen? Lilypads! I don't understand. A factory the size of a city is supposed to be here. Na. It was right here. Das sieht aber nicht danach aus, Kollegin. I know it was. Where is everybody? Dann würde ich vorschlagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Die seht ihr jetzt sofort auf Garderobe Plus. Hier ist jetzt Schluss. Link zu Garderobe Plus in der Videobeschreibung. Danke an alle Unterstützer dort. Vergesst nicht, einen Kommentar und einen Daumen da zu lassen, denn das unterstützt mich mehr, als ihr denkt. Und ich sage danke fürs Zuschauen und dann gehen wir hier erkunden in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.